Hi und willkommen zu einer neuen Buchvorstellung auf dem Ladyboss Concept YouTube Channel. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich spreche heute über ein Buch, da geht es um das Thema Finanzen und es war wie immer sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr spannend und genau darum stelle ich es dir ja auch vor. Ich wünsche dir viel Spaß. Das Buch, das ich dir heute vorstellen möchte, da geht es um ein Thema, nämlich das Thema Geld. Und das ist ein Thema, über das ich sonst nicht so viel spreche. Aber ich finde, es gehört auch zu einem erfolgreichen Leben dazu und zu einer erfolgreichen Lebensführung dazu und ist etwas, mit dem man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen sollte. Und das Thema Geld hat übrigens auch ganz, ganz viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Man kann sich da ganz, ganz viel selbst blockieren und so weiter, genau. Und deswegen habe ich ein Buch jetzt dabei, das dir vorstellen möchte, eben zum Thema Geld. Du hast vielleicht schon davon gehört, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast. Es ist viel bepriesen, kann man sagen. Es handelt sich um Rich Dad, Poor Dad. Genau. Und hier geht es um, genau, es geht um Geld. Und der Mann beschreibt hier, dass er, also dieser Robert Kiyosaki, spricht man das so? Der beschreibt hier, dass er einmal den Einfluss seines, er nennt es armen Vaters, ne, hatte in der Jugend, und was der ihm versucht hat beizubringen, und seines reichen Vaters, also irgendwie ist das der reiche Vater eines Freundes von ihm, und was er ihm so über Geld beigebracht hat. Und er vergleicht da immer so diese beiden Positionen, und das macht es eigentlich ziemlich anschaulich. Genau, und da geht es eben darum, was haben denn die reichen Menschen, was bringen die reichen Menschen ihren Kindern über Geld bei? Ich glaube, das ist sogar, ja, das ist der Untertitel. Und genau, was hat er davon gelernt? Und das möchte er eben weitergeben oder gibt er weiter in diesem Buch. Genau. Es ist ziemlich reißerisch geschrieben, ziemlich typisch amerikanisch, aber dadurch ist es auch kurzweilig zu lesen. Und auf jeden Fall, also an den Inhalten stört das nicht. Ne? Die Inhalte sind trotzdem wichtig. Es ist nicht so wirklich ein Finanztipp, Anlagetipp, weiß ich nicht, was Buch, Praxisbuch, das ist es eher nicht. Es geht mehr so wirklich um die Grundlagen, ne? Um grundlegende Verständnisse oder ja, grundlegende Prinzipien, ja, was mit Geld zu tun hat. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist viel, was ich daraus gelernt habe und die wahrscheinlich wichtigste Lektion ist dieses, dass man seinen Status quo eigentlich aufrechterhält. Also man kennt es ja aus anderen Lebensbereichen, dass Glaubenssätze sich auch gegenseitig oder halt sich selbst stützen und durch Handlungsmuster immer wieder selbst verfestigen. Beim Geld ist es aber ähnlich. Ne? Wenn du dich für reich hältst, kannst du auch Geld verlieren oder mal wenig Geld haben, du hältst dich immer noch für reich. Ne? Und wenn du dich aber für arm hältst und, keine Ahnung, im Lotto gewinnst, dann ist dieses Geld wahrscheinlich ganz, ganz, ganz schnell wieder weg, weil du siehst dich ja immer noch als diesen armen Menschen. Und das ist eine der wichtigsten Lektionen hier drin gewesen für mich. Und genau, ich glaube, das sollte jeder verinnerlicht haben. Okay, da lese ich mal ein kleines Stück, genau, ein kleines Stück vor, auch aus dem Buch. Mein armer Vater sagte zum Beispiel immer wieder, ich werde nie reich sein. Und seine Prophezeiung bewahrheitete sich. Mein reicher Vater dagegen bezeichnete sich selbst stets als reich. Er sagte Dinge wie, ich bin ein reicher Mann und reiche Leute tun so etwas nicht. Auch als er nach einem großen finanziellen Rückschlag total pleite war, bezeichnete er sich weiterhin als einen reichen Mann. Er begründete das mit folgenden Worten. Es ist ein Unterschied, ob man arm ist oder pleite. Pleite sein ist kurzfristig, arm ist ewig. Also das kommt hier auch wirklich sehr gut raus und das ist ja auch mittlerweile bestätigt, oder halt, das heißt bestätigt, also in Studien und so weiter, ne, hat man das schon rausgefunden, dieses, ja, wenn jemand im Lotto gewonnen hat, dann verliert, also die meisten Menschen, die vorher schon kein Geld hatten, die haben hinterher dann nach einem Jahr oder zwei ganz schnell meistens auch kein Geld mehr und sind auch nicht glücklicher. Also die fangen dann auch nichts Anständiges mit diesem Geld an. Und genau so ist das eben. Und es gibt eben Menschen, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, also ich habe schon von ganz vielen erfolgreichen und auch reichen Menschen gehört oder gelesen, die eben gesagt haben, sie hatten immer wieder Rückschläge, sie hatten immer wieder Pleitephasen auch. Also Steve Pavlina zum Beispiel, der war ja ursprünglich, glaube ich, Programmierer, der ist mittlerweile ja super erfolgreich, auch mit seinem Coaching-Business und so weiter und hilft anderen Menschen, ist auch hochspirituell unterwegs, also ganz toll. Aber der war Programmierer und hat auch richtig viel Kohle damit gemacht irgendwie, das war, glaube ich, eine seiner ersten Firmen. Und dann ist er total pleite gegangen, also kein Geld mehr gehabt, ne? Aber was hat er gemacht? Er hat weitergemacht, hat eine neue Geschäftsidee gefunden und wieder Geld erzeugt, ne? Und das ist eben dieses, genau, er hat sich nicht für arm gehalten, er war einfach nur kurz pleite, genau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das kann auch ganz viel bewegen, wenn du dir das verinnerlichst. Und was anderes ist, also es gibt schon ein paar Tipps in diesem Buch,
Also ich habe ja gesagt, es ist nicht so praktisch orientiert, ist es auch nicht, aber es gibt schon ein paar praktische Tipps. Er schreibt zum Beispiel auch, er kauft dann irgendwie beispielsweise bei einer Aktie irgendwie für $3,000 ein oder was und wartet irgendwie ein paar Wochen, bis die gestiegen ist und holt dann die $3,000, die er rein investiert hat, wieder raus. Und damit hat er ja sichergestellt, dass er keinen Verlust gemacht hat mit dieser Aktie. Also selbst wenn die jetzt dann sinkt wieder, hat er keinen Verlust gemacht, weil seine ursprünglichen $3,000 hat er ja noch. Und das ist eigentlich ganz logisch und eigentlich total einfach, aber trotzdem nochmal gut, wenn man es einfach vor Augen geführt kriegt, herrje. Und genau, manchen Menschen ist es vielleicht auch nicht so klar, vor allem wenn man sich nicht regelmäßig damit beschäftigt. Und solche Tipps sind halt hier schon auch drin. Was auch ein ganz, ganz wichtiges Learning war, ist für mich der Unterschied zwischen Vermögenswert und Verbindlichkeit. Was ist ein Vermögenswert, was ist Verbindlichkeit? Ich lese es gerade einfach nochmal kurz vor. An einer anderen Stelle. Ein Vermögenswert ist etwas, das Geld in meine Tasche bringt. Eine Verbindlichkeit ist etwas, das mir Geld aus der Tasche zieht. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Wenn Sie reich werden wollen, kaufen Sie einfach Ihr Leben lang Vermögenswerte. Wenn Sie arm sein oder der Mittelschicht angehören wollen, dann kaufen Sie Ihr Leben lang Verbindlichkeiten. Den Unterschied nicht zu kennen, verursacht die meisten finanziellen Probleme im wirklichen Leben. Der Mangel an Bildung, sowohl bezüglich der Worte als auch der Zahlen, ist die Grundlage finanzieller Probleme. Wenn die Leute Geldprobleme haben, gibt es etwas, das sie nicht lesen können. Weder in Zahlen noch in Worten. Etwas wird falsch verstanden. Die Reichen sind reich, weil sie in verschiedenen Bereichen eine bessere Bildung haben als die Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Wenn sie reich werden und auch reich bleiben wollen, ist es also wichtig, sich im Bereich Finanzen sowohl in Wörtern als auch in Zahlen auszukennen. Genau. Also Vermögenswerte und Verbindlichkeiten heißt eben, wie gesagt, Vermögenswerte ist etwas, was Geld bringt und Verbindlichkeit ist etwas, was sich Geld kostet. Das heißt, viele Menschen glauben ja, ein Haus oder ein Auto sei ein Vermögenswert. Ist es aber nicht, weil Haus und Auto kosten Geld. Ne? Im Haus muss ich irgendwie alle 10 Jahre das Dach renovieren und im Auto, das Auto kostet mich jährlich Versicherung und monatlich Benzin und immer wieder Reparaturen und Inspektionen etc. etc. Also genau, den Unterschied zu kennen zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit ist auf jeden Fall gut. Für die meisten Menschen ist der wichtigste Vermögenswert, das bist du dann selbst. Ne? Genau. Und dann gibt es aber halt noch andere Vermögenswerte, die wie zum Beispiel Immobilien, ne, kann vermögenswert sein natürlich. Also wenn man es nicht selbst unbedingt nutzt, sondern eben vermietet oder auch verkauft, je nachdem. Wenn es eben Wertzuwachs hat, Aktien sind Vermögenswerte. Ein Auto kann auch ein Vermögenswert sein, wenn es zum Beispiel ein schicker Retro-Cabrio ist, den du vermieten kannst oder so, ja. Also da einfach den Unterschied zu erkennen zwischen Vermögenswert und Verbindlichkeit, weil Verbindlichkeiten ziehen dir Geld aus der Tasche. Genau. Also, ich habe ein paar tolle Learnings draus gehabt und ich glaube, es hilft einfach dabei, so ein bisschen so die Basics einfach zu verstehen auch und so ein bisschen eine Grundlagenkenntnis zum Thema Geld und zum Thema Umgang mit Geld auch zu erwerben und da so ein bisschen das Hirn einfach mit zu füttern. Ich glaube, dafür ist es richtig gutes Buch. Ich fand es auf jeden Fall toll, ich habe es nicht bereut. Genau, ich kann es dir, wie gesagt, einfach nur empfehlen. Ich packe den Affiliate-Link wie immer unter das Video und genau. Wenn du noch weitere Infos, Tipps, Tricks, Tools, Techniken, sonst irgendwas brauchst oder möchtest zum Thema erfolgreiche Lebensführung, dann schau auf jeden Fall auf der Webseite vorbei, ladybossconcept.de oder vernetz dich auch mit mir auf Social Media, auf Facebook gibt es mich auch und auf Pinterest auf jeden Fall natürlich auch. Genau, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ach, und wenn du jemanden kennst, für den das Buch vielleicht auch spannend, interessant sein könnte, dann teile das Video doch gerne und hinterlass auch gerne einen Like. Und ich freue mich, wenn ich dich das nächste Mal auch wieder hier begrüßen darf. Und genau, bis bald!